ich bin ja auch froh, dass du mich schon abonniert hast. Es ist alles gut, so wie es ist, lieber Michi. Vielen, vielen Dank. Ich gehe nochmal. Ob die das sieht da? Nö, ne? Die sieht das nicht, oder? Du hast jetzt in der Mülltonne geguckt. Jetzt auch mal? Nein, mich erwischen sie dabei. Ich denke nur an die Sandwiches von gestern. Ach nee, das war ja der Penner-Gulasch, war das ja. Oh mein Gott, war das schrecklich. Der Penner-Gulasch ist gut, der ist nahrhaft. Und sowas kochst du für unsere Tochter, ehrlich. Hallo? Brauche ich nicht so oft zu kochen. Oh, na toll. Ist nahrhaft. So. Im Übrigen, die Maschinen, wovon vorhin die Rede war, sind diese hier, die unsere Vervielfältigungsmaschinen. Können wir ja nochmal ein bisschen Mayo machen. Mayonnaise ist fertig. Käse ist auch fertig. Dann machst du den Käse. Ja, Penner-Eintopf, Entschuldigung. Es war nicht der Penner-Gulasch, es war der Penner. Ja, natürlich, liebe Grit, du hast ja so recht. Es macht's nicht besser. Es macht es nicht besser, liebe Grit, nein. Das tut es nicht. Das wird nicht besser dadurch. Ist ja nahrhaft. Ja. Hm. So, jetzt ist wieder... Ach, das Bier ist fertig. Ja, ist schön. Im Übrigen, im Kühlschrank ist so viel Bier. Ich glaube, das können wir auch verticken. So, ich wollte erstmal... Eigentlich wollte ich schnell... Kaffee aufsetzen. Wenn ihr Lust und Zeit habt, mal zwischendurch bei den Gleisen vorbeischauen. Irgendwann triggert das eine Cutscene und eine neue Quest. Oh. Oh, das ist gut zu wissen. Da werden wir das gleich morgen früh machen, ne? Ja. Haben wir schon neue Rezepte? Oh, Fernseh gucken, Menno. Also langsam geht's mir hier wirklich wie bei Pumpkin Days, ne? Fernseh gucken. Michi! Michi hat mit Michi ein Stufe 1 Abo abgeschlossen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, lieber Michi. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Du machst mich fertig, Michi, du machst mich fertig. Dankeschön. So. Bist schon im Bett, ne? Nein. Ich muss wieder schuften und du hängst am Bett rum. Halt, stimmt ja gar nicht. Unglaublich. Nein, ich will das hier reinschmeißen. Und nochmal 100. Michi! ich bedanke mich vielmals. Ich muss aufpassen, was ich sage. Vielen, vielen Dank für deine 100 Bits. Oh Gott. Du bist heute ein sehr, sehr freizügiger. Vielen, vielen, vielen Dank. Oh Gott, sammeln Stufe. Butanis. Gesammelte Gegenstände haben immer die höhere Qualität. Die Position sammelbarer Gegenstände wären aufgedeckt. Also ich würde ja gerne den Pferdenleser machen, ne? Da frag mal Cat, was sie meint. Ich hab mich da entschieden. Oh, okay. Guck dir das an. Was denn?
Das Bier, Ich weiß, ich habe 4.200. das einfach mal verkauft. Ja, ist doch richtig, ist doch gut. Weil wir haben davon noch so viel. Trüffelöl, 2.982 Gold. Alter Verwalter. Einmal Trüffel. Ja, das Trüffel, das ist Wahnsinn. Das ist heftig. Was machst du? Zwei Stufe 1 Abos an die Community. Und zwar an Michael und an Svenny. Ist Svenny da? Ich habe Svenny noch gar nicht gesehen, Mensch. Ich habe den Svenny noch gar nicht gesehen. Michi, was hast du vor? Vielen Dank. Dankeschön für die Stufe 2 Abos. Dankeschön. Leben vom Land. Willkommen. Gegenstände im Rampenlicht. Fass. Gewöhnlich werden Fässer zur Herstellung von Wein aus Trauben verwendet. Aber wusstest du, dass du Wein aus allen Früchten machen kannst? Oh ja, du kannst auch Saft aus Gemüse machen. Okay. Hier wuppelt noch. Au! Oh, du hast kein helles Bier nachgefüllt. Jetzt ist die Kacke am Dampfen. Wir haben gestern vergessen, hier die Schotten zuzumachen. Oh, und jetzt sind sie alle geflüchtet. Jetzt sind sie draußen. Ja, dann musst du sie jetzt alle lieb haben. Mal gucken, Nein, wenn ich hast du wieder nicht. erwische. Nein, Michi. Nein, mein Michi, du hast nichts gemacht. Alles gut. Du bist ein ganz. Ja, ich sag auch tausendmal danke, liebe Lavisina. Ich sag erst recht danke, danke. So, bleibt mal stehen hier. Ich muss gucken. Ist der tot oder lebt er noch? Ich glaube, der ist schon tot, ne? Ja. Ich habe mir selber ein Abo geschenkt. Das ist, ja, schon, aber, ja, hast du. Ja, hast du. Ja, hast du. Oh, kommen da Eier raus oder haben wir die nicht gestern Kommt da Eier? rausgeholt? Doch, doch. Doch, doch, oder nicht? Ich kann es dir nicht sagen. Oh, Iridium. Ja, Iridium. also ich habe jetzt alles gemacht. Wir haben schon ganz schön viel Iridium. Das ist voll geil. Ja, aber das ist doch ganz gut, oder? So, was ist das? Schattenmayonnaise? Ach ja, die kleine Tippi. Ich vergesse immer, dass wir die haben. Die schreit nicht, die sagt nix. Mensch, Tippi. An Giglio hat der Michi ein Abo geschenkt. Was ist denn hier los? Das ist ja der Hammer. Okay. Wow, danke schön. Michi, was ist los bei dir? Tippi schläft. Tippi schläft immer noch. Wenn ich jetzt. Warte mal, warte mal. Hast du gemacht? Gar nichts. Du hast jetzt nicht geärgert. Nein, sowas würde ich mit Tivi nie tun. Wo bist du, wenn ich mal fragen darf? Im Gewächshaus. Hier draußen ist noch Hopfen zu ernten, ne? Das Grüne.
Ja, ich bin jetzt erstmal im Gewächshaus, Ich bin gehe mal gleich kurz da. zur Bahnschiene, um da mal ein bisschen was zu triggern. Okay. Ba-ba-bam. Fertig. Erstmal hier gucken. Hier ist auch nichts zum Pflücken oder sowas. Früher war hier immer mal was zum Pflücken. Ja, solltest du. Als Babysitter kannst du gerne fungieren, überhaupt kein Problem. Oh, Andrina, ich habe auf dich gewartet. Das ist aber nett. Ist das? Ha, der Zauberer. Ah Habe ja. ich dir jemals erzählt, dass ich mal verheiratet war? Oh mein Gott, das warst du wirklich? Dein Ernst? Vielen Dank für deine 18 Bits, lieber Michi. Komisch, ich weiß, für einen Mann wie mich, aber es ist die Wahrheit. Meine Ehefrau und ich waren für viele Jahre zusammen, bis ich einen Fehler gemacht habe und sie mich verließ. Ihre Wut und Missgunst waren so stark, dass sie grün anlief und begann, durch die Landschaft zu fliegen und alles und jeden zu verfluchen. Als ich davon erfuhr, versiegelte ich die Passage zu ihrem Zuhause, weil ich befürchtete, dass sie und das unschuldige Stadtbewohner ihrer schwarzen Magie verfallen könnten. Oh mein Gott, lesen ist jetzt auch nicht gerade mein Ding, wa? Aber jetzt muss der Durchgang geöffnet werden. Als wir uns trennten, stahl sie meine magische Tinte. Ich muss diese magische Tinte zurückhaben. Ich würde es selbst erledigen, aber ich kann sie nicht wiedersehen. Darum benötige ich deine Hilfe. Um die Passage wieder zu öffnen, benötigst du einen dunklen Talisman. Sprich mit Krobus in der Kanalisation. Er sollte wissen, wo du einen finden kannst. Ich zähle auf dich. Solltest du es schaffen, meine magische Tinte zurückzuholen, werde ich dich reich belohnen. Gab kein Hopfen zu ernten, ja? Oh, hier fehlt was. Ich will nicht. Ich will nach Hause. Nein, du machst nichts, Michi. Das ist richtig. Du machst nichts. Alles ist gut. Vielen, 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 vielen tausend Dank. Ich glaube, du solltest vielleicht auch noch mal da hochgehen zu dem. Muss Susi. Muss Susi das jetzt auch machen? Vielen Dank, Lavisinchen, für deine 100 Bits. Tausend Dank. Danke, 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 liebes Lavisinchen. Tausend Dank. Krobus kanalisiert. Geh doch mal aus dem Weg, Katze. Können wir da nicht über den Friedhof reingehen? Ich glaube, da konnte man doch über den Friedhof reingehen, oder? War das nicht so? Oh, der Kaffee ist aber schnell fertig. Ja. Deswegen mache ich den gar nicht so oft. Ach so. Ala, Wiesinchen. Es liegt hier wieder so ein Zeug. Kamen wir nicht hier über diesen Zugang hier irgendwie da durch? War doch was oder nicht? Hier war doch was oder nicht? Wir sollten, der Kanalisation ist eigentlich außerhalb doch, oder? Das ist bei uns unten. Ja, da kommt ihr rein, aber ach, hier war das, ne? War das nicht hier?
Ist das nicht der Krokus? Susi, komm mal bitte in die Stadt. Oder muss Susi die Cutscene auch noch triggern? Liebe Cat, muss Susi die Cutscene auch noch triggern? Geh mal bitte zu den Gleisen nach oben, weißt du wo? Ja. Vielleicht hast du den Zauberer jetzt auch da oben rumhängen. Und musst das Gleiche nochmal durchleben wie ich gerade. Warte mal ganz kurz, ich muss mal erstmal. Guten Tag. Ach nee, ja doch. Nee, es war ja nicht hier, war ja noch höher. Ach Mann. Wir mussten ja noch höher. Ich bin notorischer Einzelspieler. Nee, ich im Busch. So weiter komme ich jetzt nicht mit, weil dann fängt das nämlich gleich an dort. Vielleicht hast du da auch eine Cutscene mit dem Zauberer. Passiert da irgendwas? Ja, okay. Ja, dann gehen wir jetzt zu Krokus. Also können wir doch noch mehr. Pass mal auf, was da noch alles passiert. Wir müssen bestimmt noch kämpfen und so Kram alles. Was? Ja, kann ich mir vorstellen. Okay. Friedhof. War eigentlich doch hier lang, oder? War der da? Bin schon hier. Wir müssen hier in dieses Sever rein. Der will immer wieder nicht hier durch. Das viereckige Ding, ne? Ja. Kommst du lang? Ja. Das riecht hier drin. Ein bisschen, nur ein bisschen. Ja, das stinkt richtig. Müssen wir hier Schach spielen? Das kann ich nicht. Was sagst du? Du suchst nach einem dunklen Talisman? Hm, jetzt, wo du das erwähnst, ich hatte vor nicht allzu langer Zeit einen in meinem Besitz. Unglücklicherweise habe ich ihn beim Erkunden des Tunnels in den weitesten Ecken fallen lassen. Die Dinge wurden darin ziemlich unschön. Also habe ich mich beeilt, herauszukommen und den Eingang versiegelt. Du scheinst aber ziemlich zäh, also werde ich ihn für dich wieder öffnen. Pass nur auf, okay? Klick ihn an, damit du das gleiche kriegst. Sagst du, du suchst nach einem dunklen Talisman? Ja, ist dasselbe. Mhm. Bla bla bla. Ich habe nichts zu essen. Brauchen wir da was zu essen drin? Mimi. Ich habe. Könnte dir dreimal Käse geben? Da habe ich. Nee, also ich habe 6 Mal, weil ich könnte dir die Hälfte davon geben. Nee, den hole ich mir auch noch mein Elixier von zu Hause. Eventuell ja, also da holen wir uns das Zeug von zu Hause. Okay. Die Leiter hoch. Dann holen wir uns unser Zeug von zu Hause und dann gehen wir da runter. Ist hier jemand? Du haust jetzt aber auch ganz fix ab, wa? Ja. Ja, dann holen wir uns was zu essen und dann gehen wir da. Ach, scheiße. Ich habe auf deine Figur geguckt, statt auf meine. Tja. Mein Elixier habe ich hier reingetan. Nee, ein weiter. Da habe ich mein Elixier. Meiner wurde ja entwendet. Nein, der ist immer noch in der Kiste drin. Wo du ihn reingemacht hast. In meiner Kiste ist er nicht drin. Nee, du hast ihn in meine reingemacht, glaube ich. Lebenselixier, ne? Ja. Ja, habe ich. Und dann hole ich mir noch den restlichen Käse. Oh, ich nehme mal normalen Käse mit. Okay.
Käse da. Wo holst denn du dir den Käse? Aber jetzt habe ich keine Spitzhacke, ne? Dann musst du jetzt spitzhacken. Ja, ist okay. Meine Spitzhacke, nimm mal die 99 ruhig mit. Oh, 99 mal Käse? Ja, oder die Hälfte davon. Und den Rest, den brauchen wir ja, um die noch in die Fässer zu machen, ne? Ich habe keinen Käse hier mit 99. Hier ist 66 drin. Ach, das ist Entschuldigung. Vielleicht habe ich ja geschielt. So. Dann los. Ich habe alles bei. Okay, dann können wir ja losgehen. Hier, komm mal her. Der Hopfen war vorhin noch nicht fertig. Doch. Aber ich habe Videobeweis. Aha, das wüsste ich aber. Ja. Wie ich die blauen Beeren abgenommen habe, war der Hopfen noch nicht fertig. Also jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Sagen wir mal lieber so. Jetzt bin ich vorsichtig. Der kommt unten in den Keller, ganz hinten. Okay. Geradeaus durch. Ihr kabbelt euch wie schon wie ein altes Ehepaar. Du, das ist jahrelange Erfahrung mit dieser Frau. Das sind 50 Jahre Spielerfahrung. 50 Jahre Spielerfahrung. Nein, wir haben schon einige Spiele zusammen gespielt, von daher. Das sind schon wirklich Altgewohnheiten. Los, Vibe. Wie gesagt, ich habe jetzt nur mein Schwert, ne? Mehr nicht. Keine Spitzhacke. Spitzhacke beim Schmied. Okay. Achso, da bringst du dir oder musst du selber abholen? Die muss ich selber abholen, aber die ist, glaube ich, noch nicht fertig. Ich habe Angst. Andere Seite. Hier. Wo bist du? Andere Seite. Da müssen wir jetzt rein. Hier. Glaube ich. Ach du. Ach du Scheiße. Was suchen wir jetzt hier? Das ist den Talisman. Eine Algensuppe. Ja, wenn die sich verpuppen, dann werden die zu diesen Fliegen. Wir dürfen die nicht zulassen, dass sie sich verpuppen.